Hallo? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Aber ich will unbedingt eine. Guck mal hier, Sid Meier, erkenne ich am Kinn. Was wollte ich denn sagen und nicht lügen? Der hier sieht aus wie der Wächter, der eine, ne? Der unten. Der alternative Wächter. Also woher? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ja, vor allen Dingen, Gruppentherapie für Spieleprogrammierer ist einfach heiß begehrt, kann ich mir vorstellen. Da brauchst du auch Therapie manchmal. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Aufgespritzte Lippenkuh. Puh. So. Da kommen wir... Wer braucht die schon? Echt, Spieleprogrammierer werden voll überbewertet. Plupp, Spiel weg. Tür. Ja, viel mehr können wir hier nicht machen. Wir brauchen also offenbar eine Anmeldung. Aber woher kriegen wir die? Das ist natürlich auch the big question. Da ist noch ein Aushang. Den gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Viel mehr gibt's hier nicht zu tun. Hier steht, dass aufgrund massiver Löffelknappheit Rückgabezwang besteht. Ach ja, okay. Poki, ne? Hast du einen Löffel? Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Irrsinn. Was, Erwin? Was hat denn er damit zu tun? Nee, ich finde das super. Ich finde auch als Nicht-Student oder als Nicht-Diplomarbeit, war das eine Diplomarbeit? Ich weiß es nicht genau. Finde ich das eine absolut geile Sache mit Ketchup und Senf und gerade, dass man auch so viele Interaktionen damit machen kann, finde ich super. Fehlt bei anderen Spielen so ein bisschen, muss man ja mal sagen. Da ist alles sehr linear und hier eben nicht. Und ich glaube, das macht ja gerade dieser Irrsinn, passt ja dann auch wieder zu Edna Bricht aus. Muss man ja mal auch so sehen. Oh, apropos so sehen. Ich habe so Sehnsucht. Moment, gehe zu hoch. Wir gehen mal kurz zu hoch. Zu niedrig kann man ja nicht gehen. Wo ist denn der Finger gerade gewesen? Mein lieber Freund. Pass mal up. So, wir gehen hier mal da so lang. Boah, hier waren wir schon lang nicht mehr. Und da lassen wir mal die Tür lieber zu und gehen außen rum. Ich möchte nämlich unbedingt mal was probieren. Und außerdem haben wir wieder ganz viele Interaktionsmöglichkeiten. Plupp. Und plupp. Und dann gehen wir nochmal außen rum, weil wir haben hier doch noch einen lustigen Gesellen. Guck mal, der klemmt da immer noch fest. Was können wir denn mit dem Schönes machen? Können wir dem einen Cocktail bringen? Möchte der Herr was bestellen? Was ich bräuchte, steht nicht auf der Karte. Ja, Lebenswillen, Mut und ein bisschen Erfolg beim Minigolf, würde ich vermuten. Hallo? Für dich! Hallo? Hallo! Ja, reingelegt! Schade, ich dachte, der Stiesel steigt drauf ein. Hey, lass das! Nee, weißt du was? Komm, nochmal! Hey, lass das! Einfach nur aus Prinzip. So, vielleicht ein Töpfchen? Stiesel sieht zwar so aus, als würde er kochen, trotzdem bleibt er die personifizierte Sparflamme. So, da ging gerade das Handy los. Muss ich mal ganz kurz heimlich ausmachen. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee.
Ich bin keine Mörderin, nein. Wie, seit wann das denn? Ich könnte schwören, da hängt eine Leiche im Schrank bei Dr. Marcel. Guck mal, ich habe jetzt eine Gabel. Scheiße. Räumst du etwa die ganze Anstalt leer? Hör mal, lass mich lieber hier raus. Der Doktor wird auch so ganz schön wütend auf sich sein. Das ist mir ziemlich Wurst, weil bis der Doktor ankommt, sind wir schon lange über alle Berge. Guck mal, ich hab dir ein paar Topflappen mitgebracht. Scheiße. Hör mal, der Doktor wird auch... Ja. So, vielleicht eine Zickzackschere? Guck mal, ich hab eine Zickzackschere gefunden. Scheiße. Hör mal, der Doktor wird auch... Ja, natürlich. Willst du vielleicht... Ach so, das hatten wir ja schon. Schade, dass wir den Stinktrink nicht mehr haben. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Die Polizeimarke hatten wir auch erst später, ne? Das Spiel ist aus, Stiesel. Inspektor Konrad, Kriminalkommissariat Ost. Ich habe die illegalen Machenschaften in dieser Anstalt aufgedeckt. Hände hoch. Hey, hast du meine Cornflakes gegessen? Schnell, Harvey, fahr schon mal den Wagen vor. Tja, viel mehr können wir ja auch nicht machen. Vielleicht ein Bügelchen? Oh, Kleiderbügel? Ich erzähle ihm lieber nicht vom Wäschelift. Nee, ist besser. Ach, ich dachte, da kommen jetzt hier super Dialoge, aber wir haben, glaube ich, auch noch nicht den ganzen Krempel, den man dafür braucht. Da sollen sich ja noch eine Menge Dialoge verstecken. Ich lasse mich da mal überraschen. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Und in Dr. Marcells Büro können wir eigentlich auch mal ein bisschen rumfuhrwerken. Können wir eigentlich auch mal so nebenbei gefragt. Können wir das? Ach ja, sieh mal einer an. So, und vielleicht hier noch ein bisschen. Der wird sich wundern, wenn er sich setzt. Dann noch mit dem Strohhalm. Gute Idee. Ich sauge die Fussel aus den Polsterkanten. Ich nehme alles zurück. Doch keine gute Idee. So, nochmal schnell auf den Schreibtisch gerotzt. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Hier fehlt eine Minibar. Das ist wahr. Hier ist kein Telefon auf dem Schreibtisch. Anscheinend muss Dr. Marcel niemanden anrufen. Oder führt auch keine Kundengespräche und gar nichts. Ach, das hatten wir gerade schon. Hilfe. Ich schau mal gerade in meinem Möbelguide nach. Nope. Kleiderbügel hängt man nicht in den Schreibtisch. Hatten wir nicht noch irgendwo eine Schublade da hinten, ne? Zu. Das macht mich rasend. Haben wir denn irgendwas, womit wir die aufkriegen inzwischen? Braucht man einen Schlüssel dafür? Nein. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Ah. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Wir haben soeben einen erfolgreichen Bruch gelandet. Huch. Ansehen sollst du nicht zumachen. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Ein alter Schlüssel. Der Schlüssel muss wichtig sein, wenn der Doktor ihn in seinem Büro aufbewahrt. Ein alter Schlüssel. Okay, rein damit. Hä? Nein! Schnell wieder raus. Mal sehen, was da drin ist. Ketchup. Nichts weiter. Sie ist leer. Wir können da also alles drin verstauen. Ach, das ist ja schön. Das einzige andere Adventure, was ich kenne, wo das was geht, war King's Quest 3, wo man die Sachen unter dem Bett verstecken konnte, wenn der böse Zauberer kam. Ja, so war das damals. Können wir denn eigentlich den Schrank nochmal öffnen? Ja, aber wir können mit dem Typ nichts mehr machen. Schade, na gut. Okay, dann haben wir hier gewürgt soweit. Gewürgt. Ich nochmal sauber machen kurz. Beeil dich. Das ist der Schreibtisch von Dr. Marcel. Den fasse ich nicht mal mit dem Topflappen an. Na gut, können wir hier sonst noch irgendwas machen? Ist dies der berüchtigte Schreibtischtäter? So, jetzt aber raus. Den Schlüssel.
Es gibt ja einige verschlossene Türen. Ich weiß nur nicht. Ich vermute mal, das wird nicht der Schlüssel zu dieser Tür hier. Moment, da, Schlüssel. Der passt hier nicht. Seltsam. Es muss noch eine andere Tür geben, die Dr. Marcel unbedingt geschlossen halten will. Ja, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welche das ist. Ach, und hier wollte man nochmal ganz kurz, da wollte man nochmal hin. Und der Typ hat ja den Generalschlüssel, ne? Der, hier, der Wächter, der vor den Monitoren sitzt. Da hängt der Generalschlüssel, da ist er. Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Aber wie stelle ich das an? Eine gute Frage. Vielleicht müssen wir irgendwas in der Glotze laufen. Der Fernseher ist aus. Vielleicht müssen wir irgendwas in der Glotze laufen lassen. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchs... Ja, das kennen wir schon. Nehmen uns noch einen Pappbecher. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Super, das freut mich. Können wir mit dem Mülleimer reden? Hallo? Jemand zu Hause? Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Nein. Copyright-Verletzung. Wo wohnt der Oscar? Und ich find's ja super geil, dass der hier noch Oscar heißt. Der heißt auch inzwischen Rumpel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die haben ihn einfach umbenannt. Oscar aus der Mülltonne, aus der Sesamstraße. Heißt inzwischen Rumpel. Ich weiß auch nicht genau, warum. Vielleicht haben sich einige Oscars diffamiert gefühlt. Und sind dann zurück in ihre Mülltonnen gekrochen. So. Was können wir denn noch der Pflanze hier antun? Mal schauen. Können wir auch mit dem Typen vielleicht so... Hier, es ist für dich. Hallo? Hallo, bis bald. Ja, hat einfach aufgelegt. Keine Ahnung, wer das war. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Gut, können wir dem irgendwas bringen? Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich, wirklich nicht. Ich hatte schon viel zu viel. Okay, quatsch mal doch mal mit dem. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Natürlich, ich bin nicht der Neue, was? Ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Alle bis auf eine. Und den anderen Schlüssel haben wir dann auch. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Oha. Oha, wir müssen den Raum finden im zweiten Stock. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Mhm. Eine Geheimbotschaft? Kennen wir die Räume eigentlich? Ich glaube, den Raum kennen wir inzwischen. Bei dem bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube aber auch, das ist hier Wäscherei. Da oben ist das Badezimmer. Sieht hier aber viel sauberer aus, als es eigentlich ist inzwischen. Ja, und das andere sind auch Räume. So.